Go, 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 go. Komm schon. Schneller. Ich bin da, Opa, ich bin da. Warum lügst du mich an? Rein, rein, rein. Go, 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 Rein, go, rein, go. rein. Wir sind startklar, wir sind startklar. Den brauchen wir nicht. Endlich! Brian, du siehst heute wieder besonders scheiße aus. Endlich. Ich weiß, guck mal. Und doch mal Zeit. Ja. Ja, das stimmt. Wir haben heute Der sieht Gabriel ein bisschen besiegt. scheiße aus, aber der sieht halt auch aus, wie man sich so einen Brian vorstellt. Strahlt halt so krass Dummheit aus. Das ist Ich sehe gut aus, ich weiß. Dieser tote Blick. Guckt ihr mich beide so an? Gucken wir Es mal. passt aber auch einfach so perfekt zu dir, dieses Outfit. Ich sehe Du gut hättest aus. es nicht besser wählen können. Ja, Kay hat immer gesagt, ich bin so ein kleiner, süßer Mäusespeck. Ja. Mäuse schräg, habe ich gesagt. Der hat sich immer von nur verhört. Ist doch schön, so ein Ja, kleiner das Ausflug glaube ich. mit Großvater und Vater. Ist doch Das so glaube ich schön. gerne. Der kleine süße Mäuseschreck. Ja. Ja, sind wir da? Warum hast du dein Bettlaken wieder Was denn? angezogen? In 14 Minuten ist schon unser Escape Ja, damit ich dich Ja, das nicht wird mehr vielleicht ein sehen bisschen knapp, muss. aber das kriegen wir schon hin. Vielleicht sind wir da ein bisschen zu spät oder so, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Ich rufe notfalls nochmal an. Let's go. Wen machen wir fertig? Es wird wie so ein schnelles Duell. Der Sherlock hat macht dann ganz schön schnell zu Ende, sehe, glaube ich. Wie wird denn da gespielt? Ja, Duellmäßig. siehst du, die haben noch auf uns gewartet. Das ist aber nett. Los, los, los. Hallo, da Sorry für die sind wir Verspätung. endlich. Hallo, Entschuldigung für die Verspätung. Der Hallo. Brian musste noch mal dringend aufs Hallo. Klo. Ich muss mir die Ich muss den Hose Brian einmal alle auf wechseln. die Mütze hauen. Ihr könnt den Brian mal alle schön auf die Fresse kloppen. Schon wieder. Seppi, komm mal. Hey, Ich hab was für dich. Hier. Wie viel Ich Kohle hab schon noch wieder. was Hey, von dir. willst du mir wieder Scheiße Hier, du hast das hier verloren. Das war auf einmal in meiner Tasche ganz unterjubeln? zufällig drin. Ey, nicht klauen hier! Zu. Das ist deine Hab ich noch Schuld, nicht mal. die Bohnen schon Ich wieder hab hier, gedacht, nur am dachte, Klaus. das wäre deins. Bitte. Dankeschön. Ja, dann kannst du dir auch mal wieder eine neue Kleidung leisten, ne? Guck mal, Nein, guck mal, Opa. nein. 168 ist jetzt die Hund. Ich weiß nicht, ob die das gemacht haben. Ja, ist halt deren Job. Was? Ist die Oh mein Gott, 168? 169, Mann, 1. Nee, ist doch jetzt die Hund. Aha, gescannt. Okay. Das sind Milchbrötchen unter seinem T-Shirt. Aha, da auch. Na, Da auch. drauf Da auch. jetzt. Was Überall alle so schreien Milchbrötchen eigentlich? drunter getan. Wir rennen und hinterher wird da Ich gepokert. schrei ich so, bin ich Hallo. sehr laut? Ach so, so ein bisschen ja, Musik. okay. Nun gut. Fertig, fertig. Ich würde sagen, wir beginnen damit, meine Damen und Herren.
dass sich die Kandidaten erstmal in den Wartebereich kurz begeben, sich noch 2, 3, 4, maybe 5 Minuten akklimatisieren und dann geht es schon durch. Hallo, sind Sie da drin? Ja. Ich akklimatisiere mich, lassen Sie mich in Ruhe. Herr Recher, jetzt wird es Zeit für die ultimative Rache. Für alle Ihre Straftaten, für alle Ihre Verbrechen. Sie werden leiden und Sie werden... Nee, Sie werden leiden. So, jetzt geht los. Nee! Ach du Scheiße! Ach du meine Güte! Du kannst deinen Song vergessen, wenn du das nicht abschaltest! Ich wollte mich akklimatisieren! Ich kenne ein Lied und das nervt alle. Und das nervt alle. So! Meinst du, das war's schon? Ich hab noch viel mehr davon! Also, ich mag Baloo, ja, also sie können mich nicht schocken! Dann ist noch nicht das Ende! Nein. Sind alle für das Original? Ich hab keine Ahnung. Was sagt er nicht aus? Okay, hört sie auf, hört sie sofort auf! Das ist Quälerei, das ist Völkermord! Ich hab Loki für dich, ich hab Loki für mich, Loki für alle! Ich meine, die Version ist noch erträglicher als die Original, aber es ist trotzdem schlimm! Du. Ey, Turner. Die hat mich einfach sitzen gelassen. Komm mal. Wieso müssen wir das eigentlich alle hören? Sie müssen das ja auch ertragen, ist auch schön, nicht wahr? Ich bin nicht da. Doch, Herr Schalokat. Ich hoffe, Sie gönnen sich auch. Der ist hinten rausgegangen. Das ist ja echt unmenschlich, diese Foltermethoden. Was für ein Todesstoß. Very next day, you gave it away. Was geht jetzt hier? Das ist ja gar kein Problem! Hier gibt es nichts weiter zu sagen! Hey, ist doch vor die Musik leider! Drin. Das ist ja unerträglich! Alter! Herr Sherlock, wie lange wollen wir das laufen lassen? Geht um 20 schon mental das gebrochen. Das Event geht doch um 20 Uhr los, oder? Wir können ja um 20 Uhr wiederkommen. Oh, Scheiße. Ja. Oh ja, nein. Es ja, ist ein guter Plan. Was passiert? Ja, dann bis später, ne? Ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher. Der Psychoterror funktioniert nicht bei mir. Ich bin abgehärtet durch alle, durch meine Familie, Valui und alle anderen. Wir lassen sie in einer Stunde wieder raus. Mal gucken, wie es ihnen angeht. Ich kenne ein Lied und das nervt den Recher. Ich können wir ja Shepard vorschicken, der kann auch noch was singen. Mach noch ein Konzert hier vom Sherlockard. Werner! Steady! Das hast du verdient! Doch, da, hol den Raketenwerfer raus! Bomb die alle weg! Codewort sagt Gesicht! Ich hab das extra fest gebaut!
Niemand hätte diese Falle erwartet. Hallo? Ja, natürlich sind wir alle da. Betrogen wurde ich um mein Ei. Ich werde Sherlock Holmes in einem Duell besiegen, ihr Feiglinge. So, meine Damen und Herren. Ich glaube, es ist Zeit. Die ich weiß nicht, ob da akklimatisiert wurde. Akluma, wer hat seine Schokolade verloren? Ja, die hässlich genannt. Ja, Sherlock Kat, wenn Sie meinen, es genug, können Sie ihn ja rauslassen, ne? Ich lasse ihn mal sicher raus. Ja, lassen Sie. Ist der Code derselbe? Lass den Rechner spuren. Hallo, das ist, ich hab jetzt gegen gewisse Personen habe ich einen Gräuel, den können Sie sich nicht vorstellen. Verstehe ich gar nicht. Willst du mich schubsen, oder was? Ich werde sie trotzdem... So, meine Damen und Herren. Ich werde mir trotzdem das Ei holen, gerechnet, dass er auch wenn mir der Helm klingelt. Sind die beiden Kontrahenten bereit? Ja. Bereit. Natürlich, natürlich. Nun gut. Treten Sie hier vor. Winnen. Gerade ist doch auch schon wieder Schiebung. Meine Damen und Herren. Das. Herzlich willkommen zur einmaligen Challenge. Zwischen Detective Sherlock Hart und dem Eisernen Rächer. Einer Challenge, die in die Geschichtsbücher eingehen wird. Dort schon einige Male niedergeschrieben wurde von Vorfahren der Vorfahren. Von den Großvätern der Großväter. Und sie heute wieder hier auf diesem Stück Land die Geschichte schreiben wird. Das war... Ja, okay. Ich komme kurz zur Erklärung. Scheiß Musik mal ausmachen hier. Yoga Flame in dein Arsch. So. Oh, das Ganze hier wird etwas unkonventionell ablaufen. Es gibt so gesehen drei Passagen, die sie durchlaufen müssen. Angefangen mit einem Hindernisparcours, den sie ja vor kurzem gegebenenfalls schon etwas kennenlernen konnten auf eine andere Art und Weise und da ihre Fähigkeiten jetzt einsetzen können. Danach geht es weiter in eine gewisse Art von Geschicklichkeitsspiel. Übergehend in Treffsicherheit. Sie werden dann genau sehen, was gemeint ist. Danach geht es nochmal weiter mit einer geistreichen Aktion, wo ihr Geist mit Sicherheit auf die Probe gestellt wird. Ich rede davon, verrückt zu werden und so. Und die letzte Challenge ist mitunter die wichtigste Challenge. Aber dazu kann ich noch nicht viel verraten. Wie Sie sehen, kurze Zwischenfrage, befindet sich... Ja. Das mit dem gebrochen werdenden Geist, hat der Rächer da nicht jetzt schon verloren? Nee, ich hab einen Vorteil. Denn ich muss meinen nicht mehr anstrengen. Ja, Freddy, komm. Ganz wichtiger Hinweis, was ich hier sehe. Das ganze Ding da hinten ist extrem fragil. Weil unsere Lebenszeit auf dieser Welt entsprechend begrenzt ist, konnte man natürlich nicht sich hier übelst lang auslasten. Deswegen bitte keine Feuerwaffen, Bögen, sonstiges Schlagequipment benutzen, wenn sie später auch hier den Parcours und alles, was dazugehört, nutzen. Preise den heiligen Sonnengott, der uns hier die Sicht schenkt. Praise the sun! Praise the sun! Um die Unkonventionalität weiterzuführen, wird der erste Parcours, der eigentlich nicht für zwei Leute gebaut ist, der Scheiß, der danach kommt, habe ich extra zweimal gebaut. Ihr wisst gar nicht, was das für eine Arbeit war. Trotzdem gleichzeitig durchlaufen. Das Einzige, was sein wird, ist, dass dieses Rad entscheiden wird, wer einen kleinen Headstart von, ja, keine Ahnung, gefühlt 15 Meter bekommt. Das heißt, er hat immer jemand im Nacken. Es gibt nicht nur die Hindernisse, sondern auch die Personen, die sich gegenseitig so hart auf den Sack gehen, dass vielleicht beide schon am Parcours scheitern. Kennst du ja schon. Die Auslosung folgt. Wie im Vulkan. Sind Sie bereit? Ich bin vorbereitet. Spin to win. Wer wird vorauslaufen? Das entscheidet sich jetzt. Bin mal richtig.
Spin! Nichts geht mehr, nichts geht mehr! Gewinne gar nichts oder nichts! Gewinne! Heute wieder beim Glücksrad! Okay, let's go! Wir haben das Rad voll gut gehört. Oh nein! Was für ein knappes Ergebnis! Ich kann nicht drehen! Eindeutig! Was hat das denn für eine Schummelei? Stimmung! Eindeutig! Lass es, Sherlock, Sie können anfangen. Haben wir hier nur beschissen? Schon wieder gewonnen! Also, ich würde jetzt der Fähre halber, ne? Ich hab's ja gesehen. Ich würde jetzt fairer halber natürlich aufgrund der Diffamierung von Herrn Recher in dieser Box da vorne eventuell doch das erste Ergebnis zählen lassen. Ist zwar ungewöhnlich für was hier passiert, ne? Seit Tagen, Korruption. Ja, genau. Mit ihrer Kulte hat die eh. In dem orangenen Pullover. Ich konnte nicht drehen. Ich kann nicht. Ja, was soll Sherlock, gleich, Sie dürfen hier warten. Herr Recher, kommen Sie hier vorne hin. Haben dich im Auge. Hier. Ja, nicht. Also, für alle nochmal. Genau. Sie starten hier hoch. Im Endeffekt wird das erstmal eine Besteigung von Naturstein. Nicht zu verwechseln mit Natursekt. Wer jetzt lacht, kennt sich damit aus und hat sich geoutet. Es geht hier hoch. Was ist das? Folgt das erste Hindernis. Ich werde Sie dabei begleiten. Denn der Herr Sherlock Hart ist ja direkt hinter Ihnen. Ich werde bei Ihnen beiden bleiben und Sie gegebenenfalls etwas leiten. Denn, Achtung, ich habe mir extra diesen Ort ausgesucht, der die Natur mit einbindet. Das war nicht ganz einfach. Aber gegebenenfalls ein bisschen verwirrend sein kann, wenn es darum geht, zurück an Checkpoints zu gehen. Es gibt bei diesem Parcours 3 Checkpoints. Die werde ich nochmal klar auch entsprechend zeigen. Ich laufe mit Ihnen mit. Was die Zuschauer angeht, es gibt hier für diesen Parcours später schon keine wirklichen Tribünen. Es ist mehr oder weniger ein Free-for-all. Ich kann für nichts garantieren. Sie können sich auf den Steinen mitlaufen, jeweils platzieren. Sie werden dann schon diverse Punkte auch sehen, wo man gut was sehen kann. Was man jedoch vielleicht vermeiden sollte, explizit in diversen Gängen stehen, die eh schon zu eng sind, weil das könnte dann ein Problem werden, wenn die Kontrahenten wieder zurück müssen, um am Checkpoint gegebenenfalls an der Leiter oder irgendwo hochzuspringen. Genau. Nun gut. Dann würde ich sagen, wenn die Kollegen da oben von den Steinen an der Seite sind, starten wir hoch und beginnen das Ganze in. Alle runter da, ihr Schweine. 5, 4, 3, 2, 1, los! Danke dich! Los geht's! Los, Herr Dalukat! Los! Nimm mich mit da oben. Ist die Natur selbst. Flieg runter, nimm mich mit. Wo manch einer schon scheitert. Dann geht es weiter über die Schwebebalken. Richtung Süden über den zweiten und dritten Schwebebalken. Oh, Herr Dalukat macht das ziemlich gut. Hey, du Helikopter, nimm mich mit. Ah, Patz, nimm mich nicht mit. Denn er muss über die Tür. Hey, das war nicht zurück zum Start, du Betrüger! Du Betrüger! Heli, nimm mich runter. Hol mir mich mit, Heli, bitte. Heli, Mann. Auf die Tür springen. Ich habe auch schon gefragt, aber den. Ja, dich nimmt er mit, oder was? Betrug. Jetzt haben sie den ersten Checkpoint. Okay. Danke. Betrüger. Hier oben geht es weiter. Das ist kein Lachs, Mann, das ist ein Lachsschwein. Und dann werden Sie sehen. Alles gut. Sie müssen gegen Ende wird's besser. Über den Boden bleiben. Rein in the pit. Nein! Oh, Herr Sherlock macht das gut. Da sieht man, hier ist eingespielt. Der hat sich auf jeden Fall mental vorbereitet. Hast du nicht noch einen Heli? Nee. Und jetzt ist
natürlich der eiserne Rächer wieder vorne, versucht jetzt hier natürlich die Balance zu halten, was bei der Sicht im Helm natürlich weitaus schwieriger ist als bei der Sherlock hat. Musst du Luft tanken oder was? Nee, du bist ein Betrüger-Kart! Ein Mann, der das schon mal gemacht hat! Komm noch rüber! Du bist nicht zurück zum Start gegangen! Du bist nicht zurückgegangen! Komm doch, du Schummler! Spring jetzt! Wie damals, als du elendig abgestürzt bist! Der Sprung ins Ungewisse! Du bist mein allerliebster Schatz, an meiner Seite ist mein Platz. So, komm doch hier hoch, spring! Kannst mich nicht ablenken, du wirst abstürzen. Los, mach es. Aber endlich jetzt, dann komm doch! Los, spring jetzt! Oh, nicht nervös trauen werden! Trauen Sie sich! Ja, sehr schön. Und wo geht's jetzt weiter? Ja, komm doch, komm, spring auf mein Haupt, wenn ich raus. Da kommt die Manipulation. Nicht nur die Manipulation durch die Fallen, sondern natürlich auch die Manipulation selbst der beiden Manipulatoren. Na, wird's schon salzig? Ja, jetzt kommt das große Hindernis. Sherlock hat versucht, leider muss er jetzt wieder an den Checkpoint zurück. Allerdings ist er natürlich nicht allzu weit weg, denn das wird wahrscheinlich das größte Hindernis sein, was die beiden jetzt hier in dieser Passage entsprechend lösen müssen. Das hier vorne, ja. Wenn sie es über die Türen geschafft haben, haben sie einen neuen Checkpoint erreicht. Geh davor, komm. Ab. Ich komm dir nach. Schneller, bleib stehen! Mann! Das ist ja peinlich! Was machst du denn? Du bist peinlich! Ich muss mal ein Lob an die Zuschauer ausrichten, die sich natürlich hier sehr, sehr, sehr kreativ auch entsprechende Zuschauerplätze gesucht haben. Allerdings muss ich kein Lob aussprechen an die beiden Konkurrenten, die immer noch hier am zweiten Checkpoint hängen. Naja, los, Herr Richter! Los, Herr Richter! Es tropft schon. Was ist das nächste? Hier um die Kurve sieht man natürlich das Grauen vor einem. Ja, das Grauen, was einen erwartet. Los, Herr Richter, springen Sie! Ich glaube, 21 Uhr geht's los. Sprung! Auf geht's, Richard! Vielleicht klappt man nicht! Hector! Das war wohl. Bin nicht mehr hoch genug! Shadow, hau ab! Ich war schon was drüben! Das ist doch nicht normal! Der Shadow Card kriegt keinen mehr hoch! Für die Liebe! Für die Ehre! Für die Rache! Und alles andere auch! Nein! Da kommt langsam die Rotation rein, man kennt es. Am Anfang ist es unmöglich, dann wird es immer besser. Eine von ihnen hat eventuell am Jippy-Automaten diverse dieser Spiele schon kennenlernen dürfen. Man kennt sie unter Steuerung, Entfernen oder auch Alt F4. Ich würde sagen, Alt F4. Was machen wir da jetzt? Shadow! Ja. Oh, wir sind schon zu dritt. Der Sherlock hat das Ganze jetzt meistern kann. Los, die Becher! Die machen das! Hat jemand eine Leiter dabei? Okay, pass auf! Mann, dieser scheiß Duck Jump! Es gibt keinen Duck Jump! Ich hab den ohne Ducken gemacht beim ersten Mal. Ja, ich gebe Ihnen den Tipp: Duck Jumps sind eigentlich nicht notwendig. Zumindest für diese Passage. Oh, was? Jetzt geht aber aus der Kurve hier weg. Ich kann gar keinen Anlauf holen. Denken Sie dran, wenn Sie entsprechend Schaden genommen haben, Sie haben genug Möglichkeiten, sich zu heilen. Sie können die Spritzen über diesen ganzen Verlauf der Challenge entsprechend benutzen. Extra dafür gedacht, dass Sie hier nicht Ihr Ableben auf dem Boden tapezieren. Was denn?
Ich sehe keinen Pokertisch in der Nähe. Hast du auch schon Entzugsentscheidungen? Nein, noch nicht so lang. Mystery Handler ist bestimmt irgendwo. Herr Los Damos, gibt's irgendwo einen Pokertisch? Die brauchen ja, glaube ich, noch ein bisschen. Nein! Nein, was? Oh. Jetzt kein der Eingesprung! Es ist, da ist ein dieser. Ich spring nicht hoch genug. Der unmobile Resche. Sag mal los. Guck mal hoch in die Richtung, Sherlock. Hoch gucken. Natürlich, er geht auf die Tänze geben. Los hat's geschafft, Rand. Hörst du doch genauso, meine Herren. Tauberbecher. Sie haben natürlich ein entsprechendes Zeitlimit. Hey, 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 los. Gippi, du störst mit deinem Fuß. Na, ich, weg da! Gar nichts. Telefon. Ich hab den Sprung jetzt zu verhindern. Erstmal ausruhen. Sherlock Hart, wie läuft's so? Das ist der schlimme Sprung. Ja, dann war das ohne wirklich. Komm doch rüber, es sieht unmöglich aus. Aber er ist es gar nicht. Leitern für uns hat. Ich hab den ja auch schon mal gemacht. Mann! Los, Herr Sherlock Hart, jetzt! Ihre Chance! Gibi, Scheiße. Ja, Shepard. Ja, hat jemand eine Leiter? Guck mal, da ist ein Zoo. Hilfe! Hilfe! Oh, der ist so schwierig! Ich sag jetzt Power-RP. So, ich werde mich mal darum kümmern, die hier gescheiterten Zuschauer entsprechend hochzuholen. Der hat eine gescheiterte Existenz dabei. Ich raste gleich aus! Der Schippe. Ich raste gleich aus! Ja. Können wir Shepard nicht da unten lassen? Da. Ja, können Sie kurz nach hinten oder vorne? Ich komm da hoch und dann zieh ich dir die Ohren lang, Junge. Ich dreh dir den Hals um. Opa, du bist schon eine gescheiterte Existenz. Du kannst da unten bleiben. Wir brauchen dich nicht mehr. Ah, sind sie unten reingefallen. Weiter so, ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Ich weiß nicht, wie es geht. Ja, kein Problem für mich. Ja gut, warten Sie kurz. Oh, du hast mich geblockt, du Schwein! Warte nicht mal in deiner Nähe. Leiter. Na, so geht das, das habe ich nicht gesehen. Der Sherlock hat, ich glaube, los, jetzt schafft das! Die ganzen Fischgeschichte. Das machen sie sehr gut, Mr. Eisenberg. Hallo, spring! Kann ich hier den Räuberleiter? Ob man Leertaste gedrückt hält oder nicht? Vielleicht! Komm, Sherlock Hart, du hattest es schon. Ich hier ist John! Wer ist noch? Mann, Spanni, hau doch mal ab hier, du! Werden wir wenigstens erlöst, wenn es einer geschafft hat, oder müssen wir warten, bis es beide geschafft haben? Dürfen. Nein. Wenn es einer geschafft hat, dann... Wenn! Wir haben natürlich ein zeitliches Limit im Hintergrund. Wir werden uns natürlich nicht diese Schmach die ganze Zeit geben. Dafür haben wir noch eine ganz andere Schmach, die wahrscheinlich das Ganze auf ein höheres Level schippt. Was nicht unbedingt besser ist, aber ja. Sie haben dann natürlich auch was zu tun danach. Ich finde das sehr gut. Natürlich. Schwierigkeitsgrad 3650! Mann! Das liegt am Alter, Recher, das liegt am Alter. Das ist schon ganz schön enttäuschend, Mann. Meine Damen und Herren, die nachfolgenden Events verschieben sich um einige Tage. Ja, wahrscheinlich. Das ist schon so ein Landraid. Ein Trauerspiel. Ich dachte, der hat schon den Dreh raus, dieser Sherlock Hart. Dachte ich auch, ich wusste jetzt nicht, dass der so schlecht ist. Ich glaube, der muss einfach ein Stück weiter links muss er springen. Er springt immer in den Weg rein. Ich habe auch mehr erwartet. Ja. Herr Damos schafft das easy. Oh! Ja, das ist ja ganz einfach. Der Recher. Oh, Herr Sherlock Hart! Bevor hier. First try.
Hey, da kommt auch Recher, Becher. Haben Sie schon mal versucht, den Rhein zu haben? Sind denen hier heroben eh nicht im Weg, oder? Ja. Rhein. Nein, was? Meine Herrschaften, ich könnte Ihnen noch eine Plattform stellen, dann müssten Sie mit weniger, Problematik, wenn Sie ganz kurz, Herr Parzival, vielleicht rübergehen zu dem... Nein, nein, zu mir vielleicht noch kurz, Zorro. Dann könnte ich bei Ihnen eine Platte stellen. Ach so, Aber ich glaube, das ist behindert, die beiden springen jetzt. Weil die, müssen die können jetzt nicht mal springen. Ich spreche jetzt mal in dein Momentum, indem ich dir einfach stehe. Achtung, ein Riss! Ein Riss. Was ist denn eingerissen? Ja, das passt schon so hier. Deine Ungeburts. Lass einfach so, wie es ist. Das passt doch schon. Vielleicht hier drüben eine Plattform oder so. Bei mir. Ich glaube, da stürzt niemanden. Aber er ist ja, hier. Aber wie den hier? Seit wann hat Kay Bart? Probier links zu springen, Toro. Das funktioniert. Hier drüben können wir ihn machen. Hat er nicht. Das sind seine Schamhaare. Ach so, wusste ich. Ich hab noch ein bisschen Stoff, was ihr euch nehmen könnt. Vielleicht springt er dann besser. Oh, sehr gut! Jetzt hat er jetzt den macht das Stoff. Ding die da fertig. Er eh jetzt streng die an. Stoff schon Ding in Lokal war schon dreimal. Ja, sehr schön. Jawohl. Sehr schön. Und jetzt die Zeit nehmen. Die Abfolge. Die Abfolge der Türen. Rechnen Sie die vielen Möglichkeiten der Sprungkombination 6395 durch und klack und von da aus da dahin. Denken Sie daran, kleiner Tipp. Wie geht auf? Spring. Das geht ja gar nicht. Kanten sind nicht ohne der Tür, ne? Das ist jetzt kein. Sie stehen wahrscheinlich auf dem Licht. Stabiler als auf der Türkante. Geht nicht. Ja, danke, geht so, reicht. Und! Oh, Weiter geht's! Sie haben den Checkpoint erreicht! Sie müssen hier hoch! Herr Recher, hier hoch! Moment! Das ist die Leiter für den Checkpoint! Wenn Sie hier in diesem Bereich fallen, Sie müssen rüberspringen! An das Netz, unten durch! Herr Sherlock hat es jetzt unwichtig, jetzt nur noch der Recher! Schobi, kannst du ein bisschen rüber? Kannst du ein bisschen rutschen, bitte? Mann, nimm mal die... Wie soll das gehen? Sie wissen, wie das ist. Sie kennen es. Sie haben es erst vor kurzem gemacht. Nur mit einem anderen Ansatz. Ja, da hangelt er sich hin, da hangelt er sich vor. Da versucht er es, da versucht er, da geht er durch. Da hat er es geschafft und merkt, dass es gar nicht so schwer ist. Doch dann wird es ein bisschen schwieriger. Dann geht es weiter hier rüber an den nächsten Tower, an die Leitern springen. Das heißt, sie müssen eventuell, genau, das war schon mal der Versuch. Hey Leute, geht mal da weg. Was macht ihr da? Hopp, weg da! Die Wand wäre einfacher. Oh, Paddy! Ich reiß mich zusammen. Herr Sherlockard, machen Sie einfach weiter. Der Herr Recher, der braucht ein bisschen. Machen Sie sich keinen Stress. Keine Angst. Wenn er nicht den Zauberhut rausholt, ist da noch eine Bremse mit drin. Na, wird's schon salzig? Ich hatte nicht genug Zeit. Rück zum Checkpoint. Er kläglich gescheitert. Ich glaube, er hat sich den Knöchel verstaucht. Denk da, ich brauch Anlauf. Okay, Sherlockard, das ist gar nicht so einfach hier hinten. Was denn? Ich bin alles durch, Herr Recher. Mann! Sie werden es brauchen. Das gibt's nicht! Hast dir Zeit? Kaufen Sie nur noch heute Skill von Shepard. Hilft Ihnen auch weiter bei dem Parkour. Gesponsert von Shepard. Was ist der Unterschied so, beim Springen, wann man weit und wann man hoch springt? Sehr schön. Das ist sehr knifflig, ja, aber der Ansatz stimmt. Ich hasse deine Baukunst! Heil dich lieber. Der Ansatz stimmt.
Oh, du hattest schon das erste Opfer gegeben. Hier sehen wir natürlich, ja, wer könnte es anders sein als Mario, der das Ganze nicht nur letztens natürlich auch in seinen Künsten mit dem Paddel, sondern hier auch mal eben lockerflockig durchgemacht hat. Oh Mario, Mario, der Shadowcard ist immer noch am Start, er gibt natürlich nicht auf. Du kannst dich besser bewegen als du. Ja, jetzt hast du den Zeit, guckst dir an und du schaffst es. Ja, aber von links auf rechts. Ja, wahrscheinlich. Nee, du kannst links durch. Du kannst links durch, Dalu. Also erste vordere Tür, dann erste Tür. Das ist erst. Oh! Wo bin ich? Hier Holzscheit-Gaming, also so, weißt du, von oben nach unten. Ich hab's zu spät. Und der Moderator, meine Damen und Herren, ist nun auch gefallen. Der kommt, glaube ich, nicht mehr wieder. Geh mal weg hier, ich muss gucken. Der Moderator ist tot. Das erste Mal, dass ich sehe, dass Herr Sherlock Hart in etwas nicht gut ist. Also ich finde, das Abstürzen macht er meisterhaft. Ja. Diesmal schärfen Sie es. Ich drücke die Daumen. Ich verleihe Ihnen mein Glück. Komm, Shepard, was fällt da runter? Okay, ich nehme Shepards Glück jetzt. Diese Runde schafft er mit meinem Glück. Mit seinem Glück und unserer Hoffnung. Hey, Shepard! Nope. Oh! Verdammt. Das Glück war noch nicht hundertprozentig aufgeladen, aber diese Runde mit Sicherheit. Jetzt Sie müssen einfach Shepard Skill nehmen, dann klappt das. Diese Runde. Mit Shepard seinem Skill schaffen Sie das. Nope. Der Shepard. Shepard auf, Brauma. Los, Shepard, los. Ich reiß mich zusammen, Paddy. Nope. Perfekt. Jetzt weiter. Oh, oh ja. Gott, nee. Hast du zu viel verraten? Salzig? Die Idee ist da. Wird noch dauern. Die Idee ist da. Ich bin guter Dinge. Das kriegen sie schon hin. Irgendwann den Rest nur gerne sehen. Ich will von der anderen Seite springen. Der Rechter ist noch nicht weit weg. Den können wir ihn ja später zeigen. Auch in der Nähe. Du kannst das schaffen. Ganz sicher. Ist das wie bei Trials, dass man nach einer gewissen Anzahl raus ist? Wenn die Spritzen alle sind. Ja gut, das stimmt. Guter Versuch. Oh, kommen Sie, Herr Sherlock, Sie schaffen das. Jetzt gucken Sie sich die Türen an. Links und durch. Okay, ja, aber das Problem ist, die Türen haben noch eine kleinere Hitbox als die. Oh nee. Also ich würde die Lampen schwieriger finden als die Türen. Da, lass dir Zeit! Der ist schon im Ziel, der wartet auf dich. Du kannst das. Danach will ich mal gegen meinen Opa diesen Parcours machen. Ruhe und Bedacht. Denk dran, es läuft alles nach Plan mit dem Ei. Sherlock Hart wird Ihnen helfen, wenn ich Ihnen sage, dass Sie sich beruhigen müssen. Beruhigen Sie sich, Herr Sherlock Hart. Ja. Das ist mein Lieb. Genau, lass dir Zeit und nicht so schnell, weil dann springt man höher. Das höre ich auch. Das ist ein Wettrennen, bloß nicht mit der Eile. Mensch, das hätten Sie besser geschafft, hätten Sie sich Zeit gelassen. Das Ei hole ich mir! Das ist ein bisschen weniger Druck beim Heli-Fliegen, ne? Sehen Sie, mehr Zeit lassen. Ich sage schon fast drauf. Machen Sie eine kurze Pause. Wer den weitesten Weg zurückgelegt hat, bisher liegt der Herr Recher vorne, tut sich aber am letzten Punkt extrem schwer. Das ist ein Sprung, 1 von 50 gefühlt. Außer Mario, der schafft den Instant mit Sicherheit. Na, wird's schon salzig? Wird's ja, schon?
Jawohl! Das war die Motivation. Die letzten 4 Minuten sind jetzt angelaufen. Herr Sherlock Hart kann noch aufholen an das Netz. Warte, das könnte natürlich nochmal hier ein ganz schönes Ding werden. Hat noch jemand Spritzen? Wo muss ich denn lang? Da drunten, drunter, wo sie sind. Einfach drunter. Auf die andere Seite. Kopf, komm rüber. Kannst du einmal drehen, dann kommst du rum. Ja, da rum, drum rum hangeln. Ja. Sehr gut. Wie war's? Zuschauerleiter nehme ich an. Schlagen Sie den Gong! Wahnsinn! Da hat der Rächer den Parcours gemeistert. Einmal, Jo. Das habe ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, aber er hat es geschafft. Kurz vor Ablauf der Zeit. Nimm das, Sherlock Hart! Das Ei gehört mir! Ups. Komm mal rüber und zeig mir mal, wo lang. Scheiße, ich Idiot. Ja, das war schon richtig. Auf dem Balken und dann rüber hier an die Treppe. Ich hab's genau gesehen. An die Leiter dann. An die Leiter. Alter, noch mal Zuschauer leitern. Das ist ja alles ein bisschen. Alles ein bisschen scuffed. Oh. Sorry. Oh. Ja, das macht die Sache natürlich ein bisschen schwieriger. War ihr Chaos versehen, sorry, Entschuldigung. Ja, na klar, die passiert sowas immer aus Versehen, Brian. Wir haben Netz hier. Ja, der Junge, der hat ja so eine komische Brille auf. Darf ich hin? Ja, du musst da in die Speicher springen und von da aus der Leiter. Ja, ich dachte, ich hing an den Leitern gerade und dachte, das war für die Zuschauer. Bin wieder runtergegangen. Hilfe, kann mich jemand aufheben? Hey Gippi, kommen Sie mal her! Ja. Und jetzt rechts und dann, das ist aber sehr schwierig da oben. Du musst genau oben stehen bleiben auf dem Ding. Yep, genau, das muss hat er nicht geschafft. Herr Sherlock Hart, ich würde Sie aber, wenn Sie nichts ausmacht, Sie auch entsprechend erlösen von der ganzen Geschichte. Ja, können wir machen. Gib mir den letzten Versuch noch. Bin da. Also, das erste Hindernis, der Parcours. Herr Recher hat ihn geschafft. Ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass irgendjemand durchkommt. Aber Respekt. Ein Punkt für den Herrn Recher. Das ist aber nicht so schlimm, Herr Sherlock Hart. Denn im nächsten, können Sie 2 Punkte für das Absolvieren des Ganzen bekommen. Das heißt, es ist alles möglich. Das ist viel schwerer hier. Ja, warten Sie Moment, mal. Moment, woher weißt du, dass es schwerer war? Na, das wird und jetzt hier schwieriger rüber, da oben. Meine Damen und Herren! Alle Zuschauer können sich hier über den Zuschaueraufgang oben entsprechend positionieren. Hast du noch Spritzen? Wir haben versucht, die Übersicht, so gut es geht, zu gestalten. Natürlich, wie gesagt, im Rahmen der Zeit, Begrenzungen und so, alles scheiße schwierig. Aber die beiden haben sich schon eingefunden. Der nächste Abschnitt beinhaltet Folgendes, damit Sie Bescheid wissen. Es ist, ich muss Ihnen sagen, Dankeschön. Unbedingt einfacher zu... Ja? Wie viele Spiele, also wie viele Parcours sind insgesamt? Also das war ja Nummer 1, dann ist hier Nummer 2. 3. Was gibt's da noch? Genau, das ganze Event staffelt sich in 3 Etappen. Das war Etappe 1. Audi. Jetzt kommt Etappe 2. Aber warum? Und dann noch eine letzte Etappe. Ja, das ist so ein ganz kniffliger Trick, wissen Sie? Warten Sie nur ab. Ich merke schon, dass das. Ich soll mit dem und einer denke. Aber das gewinne ich auch noch. Ja, erzähl weiter. Nun gut. Das Ganze, was jetzt kommt, ist potenziell nicht unbedingt einfacher, aber leichter zu verstehen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Das heißt, diesen ganzen Kram da hinten, wo man irgendwie gucken muss, wo man hin muss und so, weil ich ein Arschloch bin und nicht vorher erklärt habe, wo man hin muss, der fällt jetzt komplett weg. Denn es geht nur in eine Richtung. Zumindest richtig, du hast nicht von... Part. Denn im ersten Part... dieses zweiten Kapitels geht es in ein Labyrinth. In diesem Labyrinth
Bist du mit Heli hier? Ich bin mit Heli hier, ja. Mit klein oder groß? Groß. Schade. Da hätten wir vielleicht drüber fliegen können. Wenn dieser Abschnitt, denn dieser Abschnitt ist im Endeffekt in drei Teile eingegliedert, werde ich natürlich sie in einem Auge behalten und sie entsprechend darauf hinweisen, dass sie abgeschlossen haben und fertig sind. Dann bitte ich sie auf die Positionen. Ich kann Ihnen schon mal so viel verraten, Sie werden weniger Spritzen benötigen, das ist schon mal gut. Nun gut. Sherlock Hart, Sie können ruhig an die Tür gehen. Sie müssen dem Herrn Recher nicht, der ist schon wieder, der ist schon wieder Tryhard. Achso, ich wusste, ich war einfach nur an der Tür. Aber wir können da hinten lang, das ist besser. In 5, 4, 3, 2, 1, los! Guck mal, der erste reinfällt. Die beiden Kontrahenten befinden sich in jeweils einem Labyrinth, das gespiegelt wurde, und müssen sich jetzt auf die Suche machen nach einem Code, der sie schlussendlich entsprechend aus diesem Labyrinth führt. Das heißt, man muss nicht einfach nur irgendwo hinlaufen, sondern auch noch was finden. 5, 4, 5, 3, nee, Quatsch, was ist das denn? Auf jeden Fall krass gebaut. Das sieht großartig aus. Ich hab so Angst, hier reinzufliegen. Pintel. Aha. Ich. Ja, Opa, komm mal bitte her. Danke, oh. Danke. Hä? Achso, du. Das sieht gut aus, zumindest schon mal für Herrn Sherlock Hart, um den Druck, um auf den eisernen Rechner ein bisschen zu erhöhen. Das ist meine Munition, gib mir die Munition wieder, oder ich muss dich erschießen. Nein! Wo ist denn diese scheiß Codebox? Halten Sie im Hinterkopf, meine beiden Herrschaften. Welche Möglichkeiten es gibt, um einen Code entsprechend. Da ist der erste runtergefallen. Ist der erste runter. Fixieren Sie sich gegebenenfalls nicht nur auf eine Sache. Oh, Herr Sherlock Hart sieht gut aus. Er ist an der Tür. Er macht sich an der Tür zu schaffen. Und da ist die Tür offen. Herr Sherlock Hart ist in der nächsten Sektion. Ein ziemliches Kopf-an-Kopf-Rennen. Jetzt geht es um die Fähigkeiten am Bogen. Die beiden Kontrahenten müssen drei Ziele jeweils einmal runterschießen, um die Tür neben ihnen zu öffnen. Die Krux dabei ist, dass jedes Ziel drei Schüsse benötigt. Zwei Ziele beim Herrn Sherlock Hart sind schon aktiviert, auch zwei beim Herrn Recher. Jetzt wird es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, meine Damen und Herren. Wer trifft als nächstes und öffnet? Herr Recher ist durch auf der Sherlock Hart. Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und jetzt kommt der Spaß des Ganzen. Denn die beiden werden sich jetzt hier in den absoluten, meines Erachtens, Abfuckraum dieser ganzen Geschichte entsprechend bewegen. Denn es geht in die Laserfalle. Ich glaube, der Rest hat hier gerade Probleme. Die geht nicht auf. Beim Recher geht die Tür nicht auf, glaube ich. Beim Herrn Recher geht die Tür nicht auf, Herr Lost. Du darfst die Laser nicht berühren. Oh mein Gott. Der Recher hat nur das Spiel nicht verstanden. Sie müssen hier die Tür genau. Er hat mal wieder nichts verstanden. Okay, alles klar. Herr Dalukat, ich bin hier reingefallen. Haben Sie etwa hier gehackt? Beachten Sie mich nicht. Ich hab nicht gehackt. Ja. Kommen Sie mal zurück.
Los, wie komme ich hier raus? Was ist denn hier verkehrt? Hat denn hier wieder jemand Schiebung. Geschossen? Schiebung! Einen Moment. Aber dann soll der Rechte auch zurückkommen. Ich bin noch hier. Ich bin gerade an. Ja. Achso, Herr Schegges, Sie müssen... Ja, kommen Sie hier raus am besten. Also, ich hab mein Laser... Kommen Sie zurück! Ja, ich bin werde beschließen, wenn das ein Restart ist. Dann sag mir, was man machen muss, sei fair! Ja, man muss den Knopf über die Laser springen. Irgendwie so klatschen oder so. Einen Moment, die Herrschaften... Ja, aber was jetzt aus? Das hat mich auch genervt. Einen Moment! Beide Herrschaften begeben sich! Irgendjemand hat gemeinsam, ich liebe dich. Ist ich glaube, das klatschen wir. Begeben Sie sich an den Start dieser Tür. Ich erkläre es kurz. Immer sind es die anderen. Es ist ein Lasersystem. Kann ich mich mal kurz hier hoch, bitte? Die Tür am Ende dieses Lasersystems steht potenziell offen. Da müssen Sie durch. Allerdings reagieren diese Laser auf Bewegung. Wenn Sie durchgehen, schließt sich die Tür. Sie sollten gegebenenfalls nicht hier oben stehen und runterspringen, denn das ist natürlich... eher negativ für das eigentliche Spiel. Wenn die Tür geschlossen wird, erhören Sie natürlich den entsprechenden Laut und Sie sehen das Licht rot. Das heißt, Sie müssen wieder zurück an die Tür und den Knopf drücken, um das zu resetten, die Tür hinten wieder zu öffnen. Los, Recher! Die Laser durch. Ja. Es ist ein Jump-and-Run-Puzzle. Ich habe es getestet, mehrfach. Zu. Es ist mehrfach möglich. Hm? Allerdings, ja. Was ist denn meine Tür zu? Es ist offen. Jetzt ist sie wieder zu. Was? Jetzt ist er offen. Immer noch offen. Jetzt ist er zu. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Versuchen Sie es. Gleiches Thema wieder vor. Am Anfang. Habt mal eine Vorstellung, die man eventuell dann ändern wird. Es gibt eine Möglichkeit. Recher, dass du... Recher ist durchschlossen. Da vorne war auch ein Laser, Herr Recher, glaube ich, oder? Was ist das denn jetzt? Sie müssen den Code finden. Hat der Recher es geschafft? Wahnsinn! Er hat den Code nicht. Was ist ein Tier? Der Recher hat es geschafft. Was ist denn heute los? Ich bin hier hinten. Wo muss ich hinten lang oder nicht? Keine Ahnung. Sie sind erstmal durch, Herr Recher. Wir haben es geschafft. Ich brauche mir was zu essen. Kann wir hier sein oder ist... Okay, kann ich zurückkommen? Ja, Herr Recher. Also hier. Was soll Hallo. Das denn, Pazzi? Herr Recher, was ist denn? Haben Sie irgendwie gedopt? Haben Sie gedopt oder? Nee, ich hab... Nein, kommen Sie, hoch. Kommen Sie hier also... mit hoch. Sehen Sie sich noch ein paar Minuten die Schmach an? Ja, ich sehe mir die Schmach an. Kann ich das irgendwo sehen? Nee. Ja, vom Internet. Ja, Sherlock hat 3 Punkte! Darf ich die Zuschauer nochmal darauf hinweisen, dass es kontraproduktiv ist, in die Falle mit Lasern zu fallen, die schlussendlich die Türen schließt. Ich gebe es nochmal durch. Das springt da. Hallo, liebes Publikum. Ich hoffe, Sie waren begeistert von der Show. Bis jetzt jedenfalls. Alle, die runterfallen, sind grundsätzlich Eigentum meiner und werden im SM-Keller so hart durchgepeitscht, bis ihnen einfach die Arschbacken knallen. Nur als Hinweis. Wo muss man dafür runterspringen? Uhu. Hallo, runterspringen! Danke. Dankeschön. Herr Sherlock! Nimm das erstmal alles lieber auf. Ebenfalls geschafft. Und wenn wir noch um zu essen machen. Rahmen der Zeit. Das bedeutet,